Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Not For Broadcast. Das hatte ich eigentlich so überhaupt nicht auf den Scope des Spiels, dass ich da ein Let's Play drüber mache. Ich habe es aber geschenkt bekommen und ich habe ein bisschen reingespielt und wow, das Spiel ist richtig witzig und ziemlich cool. Um was geht's denn eigentlich? Ja, wir sind beim TV-Sender und wir sind quasi am Mischpult und wir stellen dann quasi ein, was die Leute am Fernseher sehen. Das Spiel ist mehrheitlich oder bzw. ausschließlich in Englisch, hat aber deutsche Untertitel, aber es ist natürlich gut, wenn man Englisch kann, denn die ganzen Sprecher, die ganzen Sendungen sind alle in Englisch, nur damit ich das schon mal gesagt habe. Ich würde sagen, wir gehen gerade mal direkt rein und wir spielen die Kampagne. Also, neues Spiel. NFB 2, ja, das ist okay. Und wir spielen hier den Story-Modus. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Das war schon mal eine geile Musik. Wähle einen Bildschirm, bevor die Sendung beginnt. Warte nicht, bis du live bist. Okay, alles klar. Also die Steuerung ist auch wirklich nicht schwierig. Das werden wir jetzt aber gleich am Anfang sehen. Tag 1, die Wahl. Und das ist unser Studio. Und mit WASD können wir nach links und rechts schauen. Hi David, I have a call for you. I'm just putting it through. Alright mate, Dave here. Listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're gonna have to run the news tonight. Now don't worry, it's not hard and I'm gonna stay on the phone and help you. First, I'm gonna give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. Right, look up at the top. That coloured bar is your audience. You want to keep the viewers going up and not down. Underneath that, you've got the screens. The one on the right is the broadcast screen. That's what the viewers are seeing at home. It's only a couple of seconds behind the master screen there in the middle. That's the one you control. Now, the four small screens on the left show the different signals coming from the studio, and you can choose between them using the numbered buttons on the vision mixer at the bottom left. Yeah, easy enough, oder? I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, have a look to your left. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Once you've got the power on, face the front again. Ja, ich wette, da wird es dann später irgendwie mal Sicherung oder so raushauen und es sieht auch so aus, als kommt doch was dazu. Und wir haben natürlich noch Blick nach draußen, da sehen wir, wie die Welt untergeht. Ich bin noch so ein Fan. Aber es ist mal ganz cool, das hier so im Spiel zu sehen. Ich meine, ich kenne das Ganze von 7 Jahre Radio. Da haben wir ja auch diverse Multistreams etc. gemacht. Da funktioniert es ja ähnlich. Schaut nur ein bisschen anders aus, aber cool umgesetzt. Ich würde sagen, gehen wir mal den Strom rein, dann haben wir hier Saft. You can see on the broadcast screen that we're in the end titles for the show before us. Fortunately, they go on for fucking ages, so there's plenty of time for me to explain. Right, okay, they're over, so we haven't got long now till the broadcast. Right, quickly, mate, look down under the desk. You can see a load of videotapes on the left. They're your adverts. Pick any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the front again. Okay, ich würde mal sagen, wir machen mal ein Salat-Wochenmagazin. Alan James und der verrückte Neil. Da haben wir hier die Auswahl. Und wir haben hier 2 Fader, wir sind einmal live, das ist quasi das, was dann von hier reinkommt und Broadcast. Können wir lauter und leiser machen. Jetzt hören wir sie quasi schon. So cool ist Backstage zu sehen. Good evening, I'm Jeremy Dawson. Our main story is tonight. Okay, we're all good.
Next is going to be the threat of the news titles on screen too. There'll be a countdown, but I'll count you in as well. Just relax, mate. It's all gravy. Und dann macht er die erste Überblendung auf die nächste Sauce. Top chat. Sports fans everywhere celebrate as popular footballer Johnny Hamsleeves wins Sports Personality of the Year. Und wie gesagt, die Nachrichten, die waren teilweise noch richtig verrückt an alte Sendungen und Werbungen. Jetzt ist es halt noch relativ normal, aber es ist halt so cool. To hear what the leaders of this fledgling party have to say on their historic... Right, back two, three, two, one. Lovely, mate. Nice, hat doch gut funktioniert. Next thing is to throw back to Jeremy with button one when that globe in the middle shrinks down and vanishes. Wir können das aber theoretisch jetzt schon machen. Megan's pretty pissed off too. Und bam. Ah, es wäre doch schön, wenn sie drauf reagieren würden. Aber jetzt gehen halt die vier nach unten. Ah, das lassen wir jetzt drin. Ich weiß, es ist falsch, aber trotzdem. But first, the votes are in and it's a decisive win for Advance. The landslide victory with an astonishing 81% of the popular vote is the biggest election win in living memory. Advance appealed to voters up and down the country. Bitte das mit den Zensieren bitte in echt so einfach gehen. Change. But critics have accused him of a severe lack of actual policies and of being deliberately vague. The opposition parties have all conceded defeat to Advance's overwhelming mandate, but have yet to appear publicly. However, former Home Secretary All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now, the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches zero, press one of the three play ad buttons over there at the bottom right. Ah ja, das, was wir alle lieben. Werbung im Fernsehen abspielen. I'll count you into it as well, but keep your eye on the clock. Ich glaube, ich nehme einfach A am Anfang. Two, one, advert. One minute back, everybody. Jeremy, I need you to fill after the ads. What? Why? Wanker Snatch is running late. Oh. I thought I'd ask him about the election. Personally, I wouldn't try to confuse. Aber bevor wir jetzt immer anhören, schauen wir mal kurz die Werbung an. My Salad Weekly. Sign up now, and every week we'll send you an authentic, ethically sourced ingredient to add to your salad. Build your collection week by week. And okay. Made it to the first ad break. So doing tough. Great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. This next sequence is what we call a multi-cam sequence because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, but here's three good rules of thumb. One, try and keep the shot on whoever is doing the talking. Two, don't stay on the same shot for too long. Okay, keine Erschöpfung länger als 10 Sekunden. Auf Sprecher draufhalten ist soweit klar. Try and throw in the odd reaction shot. Pull out to the wide shot for a bit, just to keep it interesting. Three, don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Then the audience want to see who's doing the talking, yeah? Stick to these rules and you'll be fine. It's not as complicated as it sounds. Ja, aber ich werde es ein bisschen nach meinem eigenen Geschmack machen. Aber es ist eigentlich echt nicht schwer. So, 20 Sekunden noch. Und bei den Farben zeigt er dann hier auch immer an, wo es ganz gut ist, wo man hinschaltet. So, wir machen jetzt. 10 seconds, everybody. Oh, ich glaube, die waren da gerade am Streiten. Going in 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later, we'll be hearing from shock election winners Advance. But first, get ready to go to Megan on screen 4. Megan Wolf is here with the star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare. Right, go to Blunderclatch on screen 3 when she says his name. Today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is a moment. Switch to 2 for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. Your latest movie, which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Wrap, that's Peter Jensen, the director. Okay, also... He's a wonderful chap, he really is. I've worked with him on several movies, all terribly successful. Give us a look at Megan's reaction. What a wild ride this has been. And do you know what, Megan? I really meant that.
Ja, das mit den Reaktionsshots, das ist ein bisschen doof, finde ich, aber okay. The character you play in this movie is quite an academic one. Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure. Okay, es ist gerade echt schwierig, ein bisschen zu quatschen, wenn man tatsächlich auch zuhören will. Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that that was the true story of one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those 3 little statues... Also wenn das jetzt echt, ich würde ungern so oft umschalten wollen. With all the others, I'm sure. So mit 10 Sekunden-Regeln. Get back to who's talking. Ja, tu mich nicht stressen, weil immerhin du bist nicht bei der Arbeit auftaucht. And not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. And often, that's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding. Bleeding is klar. Suffering for one's audience. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that. Würden die nicht da in echt auch sehen, welche Kamera gerade aktiv ist? But most of all, mit seiner roten Lampe, das entsprechend auch in die Kamera reinschauen. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, was? Wahlergebnis? Get on the speaker, mate. Ja! Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, it's difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it again. Sorry, I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Opens next week. Right, they've swapped the shot of Jeremy on screen one for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Okay, und wir haben jetzt den Screen. Blunderclatch is really losing it in the studio. I'd love to hear what he's saying, but we can't find out now. We'll go to the Rush's room together once the broadcast's over. I don't understand it. Das ist auch das Schöne da im Spiel, also wir können uns dann nachträglich das alles hier anhören, was hier eigentlich im Backstage abgegangen ist. Und das ist teilweise noch viel witziger als mit dem, was hier quasi im Main-Broadcast abgeht. You think I don't know that? Aber der ganze Aufwand, das überhaupt so zu produzieren. Ich glaube, die haben richtig viel Spaß dabei gehabt. Autsch! I did it for you, baby. All for you. Dr. Hemlock. We're gonna change the world, do you remember? If only I listened to you. Dr. Hemlock. You told me, but I didn't listen. Doctor. I'm drowning, Lance, you said. You need to see this. No, it's all too late. Look at this! Got it. Eigentlich wie ein Watch Together jetzt, ne? The virus. The sterility. Und? Macht das eigentlich ganz gut. Geht ganz gut nach oben hier. This formula, this is the key. We can stop it all. Yes, yes, we can stop it all. Okay, das wäre ein Film, den ich mal nicht ansehen würde. Voll Billo. At the end of the clip, you'll want to play another ad. Remember to use the clock as a tool to count you in. Ja, ja, ist ja gut. Okay, dann spielen wir mal Werbung. Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. Nein, das musst du nicht machen, ich weiß schon, wie das geht. The broadcast screen here is about 2 seconds behind the master screen here. When someone says a naughty word, the bleep button lights up, like this. 2 seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button or the space bar on your keyboard for as long as the swear word lasts. Ja, fair enough. Take a bit of practice getting used to hearing 2 things at once. Just stay calm and you'll get it.
And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All you gotta do is hold it down while the red bit is over the red line. Simple. Of course, if you do it by eye, you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear. Most people like to have the volume of the broadcast screen. Aber warum ist denn Fluchen da so ein großes Ding in Amerika? As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Good. You're set to start censoring. Like I say, it takes a little practice. Was ist eigentlich das für ein Counter da ganz links oben? Remember, button lights up, count one, two, and hold it down. Directly to you. Okay, ich glaube, das ist jetzt irgendwie nur so ein Tutorial-Counter. Remember to select screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can okay. Use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Also, wenn Werbung läuft, kann man schon vorher reinschalten. Okay, wir gehen mal wieder zu ihm. 3. Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance Headquarters, where the two leaders... Peter Clement and Julia Salisbury are about to make their acceptance address. Oh shit, he's pissed. Shall get I ready start? Go for it, Pat. Okay, well, okay. Thank you all for coming, and well, where do I start? What a day. They said been we on that couldn't shopping do line. They certainly did. They use every dirty load down line. Voll angesoffen. Bastard trick they had against us, but you... Ja, das nutzt man natürlich als Bleeping-Tutorial. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a couple of celebratory pints. It makes me coarser than a Negroni's funny. Memorably put. Nailed it. But to be honest, who can blame Peter for celebrating? Throughout the campaign, you've heard us say that Advance are not a political party. A party is what you have when things are going well. When the country is suffering, you don't need a party. You need a team. Ja, wohl wahr. Aber ein gutes Team. Things. But today is day one of a new future. A better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them, the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitting pants on and opening their dusty checkbooks. Again, colourfully put, but not inaccurate. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. You know the sort of problem. You rather you don't. Because the likes of you and me are not welcome in their gated communities. Tomorrow, we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more... Keine Steuern, erstmal keine Treuhand vor so kreative Buchhaltung. Okay. A simpler, fairer, unavoidable set of tax laws. So, all you bastard public school snobs have got nowhere to hide. And earlier today... We revoked your passports. Hä, warum das denn? You want them back. You want to leave like you threatened before the election. That's fine. But first, you're gonna pay up. You're gonna pay back. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals into a team. To properly also grundsätzlich geht's mir gar nicht so schlecht, aber man müsste halt die Details wissen. The pundits said we'd have to raise billions, but you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. So to you posh twats. The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private clubs. The people whose children you raise. So they've got time to get even fucking richer. Advance have this yeah, moment. To say to you. Nice. It ends today. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards. Sag mal, die wollen jetzt quasi wirklich alles von den Milliardären wegnehmen? Should have always been in the hands of the people who created it. Ein bisschen kommunistisch, ne? Ja, ja. It ends today. And tomorrow we'll start making it fair again. Just like we promised we would. And until then, ladies and gents, I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Wow. Well, an interesting acceptance speech there from the leaders of Advance. And our apologies for the dirty language. Hopefully, we got that bleeped out for you in time.
Ja, ich war da ziemlich gut. Someone's going to be in trouble. So, as the country braces itself for a new government, that's all from us this evening at the National Nightly News. We'll be back tomorrow with full coverage of the first day under advance. I'm Jeremy Donaldson. Have a peaceful... Ah, zum Schluss noch mal Werbung. Okay. And we're out. Good right, job, everybody. Looks like you've got it now. Thanks for the help, mate. I've got to go. Ferry's about to leave. Probably won't be coming back. Job's yours, mate. Good luck. Was? Er kommt nicht mehr zurück? Weird fever dream. Am I dying now? Okay, machen wir die Werbung mal. Pink cushions. You've got a grey sofa. We've got a great sofa. In a grey, a brown, a pink, a yellow, a pink. Alter, das wäre so fest fremdschäden, aber es gibt dort Werbung wie das hier. Okay, Übertragung abgeschlossen. Fortsetzen. Okay, und zum Schluss haben wir hier bewertet. Sie können es sehen, ja, war klar. Da habe ich mal ein bisschen zu früh reingeschalten. Aber allgemein, ah, passt doch. Ja, will ich. Lass mich weiter. Aktuelles Vermögen, bettelarm. Ja, aber ich weiß noch nicht, inwiefern das für uns relevant ist. Ich meine, vom TV-Sender. Naja, werden wir dann schon sehen. Für das ist es noch ein bisschen zu früh. Okay, also unser Rating und allgemein da die Welt. Und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn wir dann nicht alles hören, wenn wir eben hier... Genau, da sind wir jetzt quasi, was wir eigentlich ausgestrahlt haben, wie das dann für die Zuschauer dann ausgesehen hat. Ich glaube, wo war das mit dem Fail? Ja, genau. Das haben die Leute quasi da die ganze Zeit gesehen. Okay. Das finde ich aber gar nicht mehr so interessant. Also eine Bearbeitungsnotiz. Nee. Das sind dann die Tageskopien. Weil... Ja, ist gut. Aber da sehen wir jetzt quasi, machen wir kurz Pause, da sehen wir jetzt quasi die ganzen Ausschnitte und wie er schon sagt, wir können uns das halt wirklich anhören, was da halt gesagt wurde, was wir halt nicht hätten ausstrahlen dürfen. Also machen wir mal Play hier. Every day, you offer me prawns every day. 10 seconds everybody, that's how I show love. You're trying to kill me. And yet you persist going 5, 4. Okay, aber das kennen wir. Mal schauen wir auf den nächsten Backstage. Moment, da haben wir gerade was verpasst. Gehen wir mal zurück. So. Guck mal, muten. Hat er nicht gerade vorher was gesagt? Seriously, that blonde clutch on election night? Yeah, Megan's pretty pissed off too. I'm not surprised. The bloke with no democracy. He shot. Okay. Das ist jetzt nicht so spannend, aber die Banderklatsch-Interview, das ist mega witzig. Können wir das bitte abspielen? Besten Dank. Denn die hatten da ziemlich Zoff am Anfang. Und auch zum Schluss. These aren't my cards. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones, apparently. Oh, but this gives me nothing, Jenny. They must see that. Oh no, I think they think you won't have anything to say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. It's not an... Absolute bunker. I don't care, Rob. I'm not doing it. I agree to do one beastly interview a day. I made that completely clear when we started. Check my contract. Hi, I'm Megan. Oh, piss off. You're on thin bloody ice, Rob. Whole wheat, man. Whole wheat. We're coming back from the break.
Quiet okay, in the das wäre ein Künstler, aber echt durchdrehen würde. Thank you so much. Will ich... Ja, gerade der Move. Wow, ich würde ihn rausschmeißen. Going in 5, 4, 3. Ja, okay, den Part kennen wir schon. Aber er haut ja dann nochmal ab im Interview. Wo kommt das? Get in the car, we're out of here. Mr. Blood. So, jetzt. And we're out. Rob, get in the car, we're out of here. Mr. Blundercatch, Mr. No! I'm shutting this down. What kind of operation are you people running? Mr. Here? Blundercatch, I understand you're upset, upset, but we can... Upset? You don't know the half of it. Rob! Yes. I'll be at the door seat. Send up a bottle of scotch and a whole ham. It's in my contract. It's in my contract. I'm sorry. I just had to. I had to. Oh, go on then. Say it. What? I told you so. Your hair looked nice. See, this is why you're single. Wow. Ja, jedenfalls das ist jetzt nur der Anfang. Okay, bei der anderen Szene, glaube ich, war nicht was Interessantes. Und das war vom Angezockt. Nicht wundern, dass da 153 steht. Die Zeit vergeht dann auf einmal recht schnell. Okay, stopp und zurück. Werbung könnten wir uns auch noch anschauen. Paneel mit Hemsworth, ich mein Salatwochenende, der verrückte Nail. Besuchen Sie Bumley. Na. Okay. Fangen wir mal fortsetzen. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen werfen? Seht ihr unsere kostenlose Dokumentation Not for Broadcast Lichtkamera Lockdown auf Steam an? Ach was, da gibt's eine Doku. Das sollte ich mir auf jeden Fall ansehen. Ein unerwartetes Formular. Als du nach Hause kommst, liegt Post auf der Türmatte. Das meiste davon ist nur der übliche Himmel, aber ein Umschlag sticht dir ins Auge. Das Team möchte dich kennenlernen. Deine Neugier ist geweckt und du öffnest ihn. Es ist ein Formular der neuen Advanced-Regierung mit der Bitte Informationen über alle Bürger. Die erste Seite wurde bereits ausgefüllt. Name? Alex Winston, also wir. Partnerin? Sam Winston. Kinder? Charles Winston, 14 und Susie Winston, 19. Oh je, ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Ja, denkst du, das Wesentliche stimmt schon mal. Die restlichen Fragen musst du selbst beantworten. Sie scheinen alle verpflichtend zu sein. Frage 1. Am ersten Tag in einem neuen Job würdest du freundlich auftreten und dich mit deinem neuen Kollegen bekannt machen, produktiv sein und dich sofort in die Arbeit stürzen, es langsam angehen lassen und dich erstmal mit dem neuen Arbeitsplatz vertraut machen, mit Freunden in Erinnerung über die vergangenen Jobs schwelgen. Ja, natürlich das Erste, was sonst? Frage 2. Ein Kollege aus einer anderen Abteilung gesteht dir, vertrauliche Informationen mit nach Hause genommen zu haben. Jetzt fehlt eine eher unwichtige Akte. Du würdest deinen Kollegen helfen, den Regelverstoß zu vertuschen, den Kollegen überreden, es zu melden, den Kollegen versprechen, es niemandem zu verraten, den Regelverstoß sofort an den unmittelbaren Vorgesetzten melden. Ich würde sagen... Was jetzt eher unwichtig ist, vermutlich das da. Wenn es kritisch wäre, dann vermutlich was anderes. Heute wurde eine gesamte Abteilung wegen ihrer durchgehenden unzureichenden Leistung gefeuert. Der Boss hat neue Ziele festgelegt, die deutlich höher sind als die alten. Du würdest deine Arbeitsplatz um die gleiche Zeit wie immer verlassen, länger bleiben und die erste Frist auf jeden Fall einzuhalten, früher gehen, um dich im Pub mit dem Kollegen über die Veränderung zu unterhalten. Früher gehen, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Ich würde fast beides machen. Also den Arbeitsplatz und die normale Zeit verlassen und im Pub gehen und mit den Kollegen drüber reden. Ich mache mal das Erste. Du und deine Familie wurde zur alljährlichen Firmengrillparty eingeladen. Du warst dich auf einen netten Tag mit Freunden und Familie. Du musst dir an diesem Tag leider dringend die Haare waschen. Gehst hin. Was es sich ergibt, wärst du aber auch nicht traurig, es zu verpassen. Hast schon fleißig mit den Kollegen geübt, um den diesjährigen Talentbewerb zu gewinnen. Ja, Firmengrillparty. Ja, also bei mir in der Firma
Sind die eigentlich alle ziemlich nett? Ich glaube. Naja, alles Erste. Hinter dir liegt eine lange, erfolgreiche Karriere. Nun sollst du vor den Einträgen in den Ruhestand eine Abschiedsrede halten. Du wirst jetzt all deine Erfolge und schöne Erinnerungen an dein Arbeitsleben auf. Lieferst eine ehrliche Aufstellung der Vor- und Nachteile deines Unternehmens. Konzentrierst dich auf die Probleme und Herausforderungen, die du zu kämpfen hattest. Ja, ich würde eher das machen. Und wenn ich die Chance hätte, erst gar keine Abschiedsrede zu machen. Ich hasse Reden. Also, Reden vor mehreren Leuten. Sagt er, macht YouTube-Videos. Aber da habe ich gerade keine Live-Audienz. Achso, mein Livestream. Aber egal. In deiner Freizeit ziehst du es vor, allein zu entspannen, zum Beispiel beim Musikhören oder beim Modellbau, an politischen Versammlungen teilzunehmen und dich für das einzusetzen, woran du glaubst? Letzteres ja, aber politische Versammlung nein. Für die Kinder bei deren Hobbys unterstützen und zu fördern. Ich habe keine Kinder, von daher hinfällig. Dich im örtlichen Sportverein zu engagieren. Ja, ich mache beides. Also bei mir war es halt nicht der Sportverein, sondern der Eisenbahnverein. Und reinspannen, Musik hören, Modellbau. Ah, ich glaube, das erste passt am ehesten zu mir. So würdest du deinen perfekten Urlaub verbringen. Inmitten der Schönheit der Natur, wo dich von den Strapazen des Alltags erholst. Klingt gut. Mit der Erkundung des Unbekannten, um neue Erfahrungen zu sammeln und Herausforderungen zu bestehen. Was ist damit gemeint mit Unbekannten, also neue Orte und sowas? Bei einem strukturierten Tagesausflug in den Vergnügungspark mit Spaß und Nervenkitzel für dich und deine Familie. Ja, also im Vergnügungspark ja, aber durchstrukturiert mag ich meinen Urlaub eigentlich nicht. Ich bin da gern so ein Freigeist und mache gerne Sachen spontan. Bei einem romantischen Wochenende zu zweit in einem tropischen Inselparadies. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ich mach mal das. Die wichtigste Aufgabe der Regierung ist es, den Bewohnern Folgendes zu garantieren: Sicherheit, Freiheit, Zufriedenheit, Gleichheit. Ich denk mal, also die allerwichtigste. Sag mal, Zufriedenheit. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Wir von Advance wissen, wie wertvoll deine Zeit ist und bedanken uns für deine Mithilfe dabei, die Nation in eine lichte Zukunft zu führen. Bitte unterschreiben. Und weiter geht's in den Tagen. Tag 6. Eine Familienangelegenheit. Es ist spät. Sam und die Kinder liegen schon im Bett. Du trocknest noch eben eine alte Lieblingstasse ab. Eine abgegriffene Erinnerung an euren ersten gemeinsamen Ausflug. Der Aufdruck darauf ist verblasst, aber die alberne Grimasse bringt dich immer noch zum Lachen. Ein Klopfen am Fenster holt dich schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Im Garten steht Chris, Sams Geschwisterchen, in der Hand einen knalligen neongrünen Koffer. Kaum im Haus nimmt Chris sofort am Küchentischplatz, sichtlich gestresst. Chris holt tief Luft. Tut mir leid, dass ich so spät hier reinplatze, Alex, stammelt Chris. Aber ich brauche einen Gefallen und ich kann mich an niemanden sonst wenden. Schon gut. Was ist denn los? Oder ist alles in Ordnung? Soll ich Sam holen? Ja, ist er. Nein, ist nicht nötig, Sam damit zu belästigen. Ich wollte mit dir reden. Ich brauche nur 2 Minuten. Du hast doch vom Kapital- und Vermögensgesetz gehört. Wie du weißt, bin ich im Nachrichtenbusiness, Chris. nicht wirklich, das ist mir wohl entgangen. Ja, wir haben davon gehört, aber wirklich viel wissen wir noch nicht. Hier schlägt mit der Faust auf den Tisch. Es ist total krank. Sie nehmen sich, was sie wollen und verteilen es um, wie es ihnen passt. Keine Regierung sollte die Macht besitzen. Ich fasse es nicht, dass es echt damit durchkommt. Totaler Wahnsinn. Und deshalb brauche ich deine Hilfe. Okay. Also jeder, der jetzt irgendwie reich ist, da ist es eigentlich nicht, weil das geht an den Staat und der tut es dann gerecht verteilen. Was ja grundsätzlich ja keine schlechte Idee ist, wenn jeder irgendwie gleich viel hat und jeder gut damit leben kann. Ich meine, so ein Jeff Bezos zum Beispiel mit seinen Billionen, der konnte es ja eh nicht ausnutzen. Was genau brauchst du von mir? Warum habe ich das Gefühl, dass mir das nicht gefallen wird? Ja, ich würde eher das da sagen. Chris hat den Blick fest auf den Bodenfliesen geheftet. Hör zu, ich weiß, es ist viel verlangt, aber du musst mir deinen Reisepass leihen. Einen Reisepass? Wozu?
Oder mein Reisepass, das geht nicht. Das ist doch illegal. Das würde ich jetzt nicht gerade als erstes sagen, aber... Ja. Meinen haben sie mir abgenommen, so wie fast jeden zweiten im ganz verdammten Land. Aber es sagen doch immer alle, wie ähnlich wir uns beide sehen. Also, das läuft nervös auf und ab. Ich muss weg, bevor es zu spät ist. Erst dann ist mein Geld in Sicherheit und ich auch. Aber es muss sofort passieren, bevor sie meinen Konten einfrieren. Bitte, ich würde nicht fragen, wenn ich eine andere Wahl hätte. Moment mal, du wirst jetzt einfach weggehen, nur damit du dein ganzes Vermögen hast? Also bist du Millionär? Ich weiß nicht, ob ich das unterstützen will. Okay, er ist oben im Safe. Warte kurz, ich hole ihn für dich. Es muss eine andere Lösung geben, so schlimm kann es doch nicht sein. Ja, machen wir das da. Hier starte ich mit offenem Mund an. Willst du mich verarschen? Ich habe immer zu dir und Sam gehalten. Ich habe eure Kinder behandelt, als wären sie meine eigenen. Wir sind eine Familie. Wollen dir das etwa gar nichts? Na schön, ich hole meinen Reisepass. Die Familie geht vor. Das verstößt gegen das Gesetz. Ich kann nicht... Ja, die Familienkarte. Ich habe gesagt, wir kommen gut aus, sage ich halt. Ich werde es bereuen, glaube ich, dass ich ihm da meinen Reisepass gebe. Aber ja, mach mal's. Da klimmst leise die Treppe zum Schlafzimmer und niemand zu wecken. Sam hat sich in die Bettdecke gewickelt, wie üblich, wenn du später zu Bett gehst. Du öffnest den Kleiderschrank, schließt den Safe auf und nimmst den Reisepass heraus. Eine schläfrige Stimme durchbricht die Stille. Alex, was machst du da? Nicht, Schatz, alles gut, schlaf weiter. Chris ist unten, braucht meinen Reisepass, um damit das Land... Ja, jetzt bin ich ehrlich. Zeigt sich Kerzen gerade auf. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Was? Um das Land zu verlassen? Steht es wirklich so schlimm? Anscheinend. Aber außer Landes hat Chris nichts zu befürchten. Das ist allerdings mein Reisepass nötig. Das sagt zumindest Chris. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich wirklich meinen Reisepass hergeben sollte. Ja, letzteres. Sam muss es innerlich zerreißen. Sie standen sich als Familie immer sehr nahe. Du weißt, was ich tun würde, sagt Sam schließlich. Aber es ist nicht mein Pass. Ich kann nicht von dir verlangen, ihn herzugeben. Du hast recht, ich mach's. Die Familie geht vor. Ich bin gleich wieder da. Ich kann es nicht tun. Tut mir leid, Schatz. Ich glaube, dass Chris über dir geht und ich könnte echt in Schwierigkeiten kommen, deswegen. Das ist wahr. Ja, es ist halt die Familie. Du schließt den Safe und gehst wieder nach unten, wo Chris nervös zappelt und auf den Tisch wartet. Bei deinem Eintreten spricht Chris sofort auf. Und, hast du ihn? Ja, hier. Ich wünsche dir viel Glück. Tut mir leid, Chris. Es geht... Da, hier. Zum ersten Mal lächelt Chris. Es ist ansteckend. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich, sobald ich das Land verlassen habe und in Sicherheit bin. Chris nimmt den Reisepass, atmet erleichtert auf und verschwindet mit nahezu fluoreszierenden Koffer in die Nacht. Du gehst zu Bett in der Hoffnung, dir einen Teil der Bettdecke schnappen zu können, ohne Sam. Sam war doch gerade wach. Naja. Du kannst Interferenzwellen mit dem Mausrad verändern oder verschieben, um den Zeiger für Wichtigeres frei zu haben. Okay. Die Auswirkungen. Ja, bevor wir uns den nächsten Tag anschauen, würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Pause, sprich in die nächste Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.